Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garrosh, and first, for the news in English. Israel has summoned its ambassadors from Norway, Ireland, and Spain for immediate consultations, and the ambassadors of these countries have been summoned to the Israeli Foreign Ministry following the announcement that they will recognize a Palestinian state next week. According to the Israeli Foreign Minister, the countries that recognize Palestine have decided to award a gold medal to the murderers and rapists of Hamas. At the Foreign Ministry, they were shown a 3-minute video of Hamas gunmen showing 5 unarmed Israeli soldiers' wives monitoring the border fence during an attack on the Nahal Oz barracks on the 7th of October last year. This documentary, which shows the brutal treatment of young women sitting or lying on the floor in bloody clothes with bloody wounds, was shown on Wednesday evening. The Forum of Hostages and Families of the Missing has released the footage of 5 female soldiers taken hostage by Hamas on the 7th of October. The decision was taken at the request of the families of the soldiers who served as sentries. The video, just over 3 minutes long, was released at 6 p.m. local time. The Forum said it had been edited to remove excessively serious content. The video was taken from body camera footage of Hamas terrorists. All the testimonies from the hostages expressed the same sad truth. We must bring them all home, the Forum said in a statement. There is no greater risk, no greater victory, and no chance to restore hope to Israel without bringing them all home, the living to recover and the murdered to be buried, they wrote. The British Defence Secretary says that European countries outside NATO should also join the North Atlantic Alliance. Graham Chaps also said at the London Defence Conference in London on Wednesday that China and Russia are working together to deploy theatre assets to Ukraine. Chaps, speaking at an event hosted by King's College London, said he would formally present his initiative in the coming weeks for NATO member states to raise the defence spending to 2.5% of their gross domestic product from the current 2%. The British defence chief says the adoption of his proposed new defence budget floor is necessary because Russian President Vladimir Putin and his authoritarian allies in Beijing, Pyongyang and Tehran have been emboldened by the Western intimidation over the past 25 years in the face of their repressive regimes and external aggressions. The United States says Russia may have placed a space weapon capable of attacking other satellites in low Earth orbit last week, as Pentagon spokesman Pat Ryder said. The U.S. Department of Defense spokesman also said that the launch took place on May the 16th and that the Russian satellite is currently in the same orbit as U.S. government satellites. According to the Pentagon, this is not the first time that Russia has launched such space weapons. U.S. Deputy Ambassador to the UN Robert Wood had previously echoed Ryder's views on the issue, accusing Moscow of manipulative tactics after Russia vetoed a U.S. resolution against nuclear space weapons at the UN Security Council last month. Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov denied accusations of space weapons in orbit, saying, "I don't think we should respond to any fake news from Washington," the politician was quoted as saying by Russia's Interfax news agency. And finally, for the weather, precipitation is expected in several places in the evening hours. Tomorrow it could rain across the country. The temperatures will average around 12 to 16 degrees Celsius in the morning, 19 to 26 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hattietv.com or broadpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israel hat seine Botschafter aus Norwegen, Irland und Spanien zu sofortigen Konsultationen einbestellt. Die Botschafter dieser Länder wurden ins israelische Außenministerium einbestellt, nachdem sie angekündigt hatten, nächste Woche einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Nach Angaben des israelischen Außenministers haben die Länder, die Palästina anerkennen, beschlossen, den Mördern und Vergewaltigern der Hamas eine Goldmedaille zu verleihen. Im Außenministerium wurde ihnen ein 3-minütiges Video gezeigt, in dem Hamas bewaffnete 5 unbewaffnete israelische Soldatenfrauen bei der Überwachung des Grenzzaunes während eines Angriffs auf die Nahal-Ost-Kaserne am 7. Oktober letzten Jahres zeigen. Dieser Dokumentarfilm, der die brutale Behandlung der jungen Frauen zeigt, die in blutiger Kleidung mit blutigen Wunden auf dem Boden sitzen oder liegen, wurde am Mittwochabend gezeigt. Das Forum der Geiseln und Familien der Vermissten hat Filmmaterial von 5 Soldatinnen veröffentlicht, die am 7. Oktober von der Hamas als Geiseln genommen wurden. Die Entscheidung wurde auf Antrag der Familien der Soldaten getroffen, die als Wachen dienten.
Das etwas mehr als 3 Minuten lange Video wurde um 18 Uhr Ortszeit veröffentlicht. Das Forum erklärte, es sei bearbeitet und geschnitten worden, um übermäßig ernsthafte Inhalte zu entfernen. Das Video wurde auf Aufnahmen der Körperkameras von Hamas-Terroristen zusammengestellt. Alle Aussagen der Geiseln drücken dieselbe traurige Wahrheit aus. Wir müssen sie alle nach Hause bringen, so das Forum in einer Erklärung. Es gibt keine größere Aufgabe, keinen größeren Sieg und keine Chance, Israel wieder Hoffnung zu geben, ohne sie alle nach Hause zu bringen. Die Lebenden, um sie zu sich zu erholen, und die Ermordeten, um begraben zu werden, schrieben sie. Der britische Verteidigungsminister fordert, dass auch europäische Länder außerhalb der NATO dem nordatlantischen Bündnis beitreten sollen. Grant Shapps sagte am Mittwoch auf der Londoner Verteidigungskonferenz auch, dass China und Russland zusammenarbeiten, um Kampfmittel in die Ukraine zu entsenden. Shapps sagte auf einer Veranstaltung der King's College London, er werde in den kommenden Wochen offiziell seine Initiative vorstellen, wonach die NATO-Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben von derzeit 2% auf 2,5% ihres Bruttoinlandsproduktes erhöhen sollen. Nach Ansicht des britischen Verteidigungsministers ist die Verabschiedung der von ihm vorgeschlagenen neuen Untergrenze für den Verteidigungshaushalt notwendig, weil der russische Präsident Wladimir Putin und seine autoritären Verbündeten in Peking, Pyongyang und Teheran in den letzten 25 Jahren durch die westliche Zahlkraftigkeit angesichts ihrer repressiven Regime und der Aggression von außen ermutigt worden seien. Die Vereinigten Staaten behaupten, dass Russland in der vergangenen Woche eine Weltraumwaffe, die in der Lage ist, andere Satelliten anzugreifen, in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht haben könnte, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte auch, dass der Start am 16. Mai stattfand und dass sich der russische Satellit derzeit in der gleichen Umlaufbahn wie ein Satellit der US-Regierung befindet. Nach Angaben des Pentagons ist dies nicht das erste Mal, dass Russland derartige Weltraumwaffen startet. Der stellvertretende US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, hat sich zuvor Ryders Meinung zu diesem Thema angeschlossen und Moskau eine manipulative Taktik vorgeworfen, nachdem Russland im vergangenen Monat im UN-Sicherheitsrat sein Veto gegen eine US-Resolution gegen nukleare Weltraumwaffen eingelegt hatte. Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov wies die Vorwürfe über eine Weltraumwaffe im Orbit zurück. Ich denke nicht, dass wir auf irgendwelche Fake News aus Washington reagieren sollen, wurde der Politiker von der russischen Nachrichtenagentur Interfax zitiert. Und schließlich zum Wetter für den Abend werden an mehreren Orten Ungarns Niederschläge erwartet. Morgen könnte es landesweit regnen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 12 bis 16 Grad am Morgen und zwischen 19 und 26 Grad am Nachmittag.